Sie kennen sicherlich den Witz über einen Geisterfahrer, der auf der Autobahn fährt, dann im Radio eine Durchsage hört und sagt, da ist ein Geisterfahrer unterwegs und dann sagt, nein, nein, das sind Tausende von Geisterfahrern, die mir hier entgegenkommen. Und so geht es Deutschland ein Stück weit auch. Wir sind ein Geisterfahrer der Energiepolitik und haben immer geglaubt, wir sind der Einzige, der in der richtigen Richtung unterwegs ist. Und jetzt mussten wir zugeben faktisch, dass wir ein Geisterfahrer sind und waren. Und die Welt lacht über uns. Ich bin ja immer sehr stark unterwegs auf Twitter, gucke mir an, was international da los ist. Und der Sport ist wirklich riesig, fast schon Häme. Man sagt sich, die Deutschen sind irgendwie crazy. Und das habe ich in persönlichen Gesprächen etwa mit Franzosen, mit anderen schon immer wieder gehört. Sag mal, ihr Deutschen, seid ihr noch völlig bei Sinnen oder was ist da los? The Germans haben eine kleine Meise in Sachen Energiepolitik. Wir sind da ein bisschen ideologisch unterwegs. Und Putin, muss man sagen, hat den Finger in die Wunde gelegt. Vielleicht wären wir damit durchgekommen in der besten aller Welten. Aber bedenken wir vielleicht eines, Angela Merkel hat ja diese Energiewende eingeläutet. Ich meine, es war 2012 und ab 2013 begann dann diese starke Energieabhängigkeit von Russland. Das war miteinander gekoppelt ein Stück weit. Und jetzt haben wir den Salat und the Germans ziemlich ratlos at the moment. Die müssen jetzt Dinge tun, gerade die Grünen in der Regierung, die sie eigentlich sich nie hätten träumen lassen. Unter anderem unser Minister Habeck, der gestern ja eingestanden hat, auch in einem Interview im Fernsehen. Ja, ich habe heute einen großen Tabubruch begangen auf die Frage des Moderators. Naja, was ist denn jetzt mit dem Parteiprogramm der Grünen? Dann hat er wörtlich gesagt, ich halte mich derzeit von dem Parteiprogramm fern. Das ist immerhin etwas, das man also so langsam anerkennt. Praxis geht vor Ideologie, Versorgungssicherheit geht vor Wünschen, denn dass man jetzt ausgerechnet die Kohle hochfährt, ist ja eigentlich umweltpolitisch die allergrößte Sauerei. Und Habeck hat gesagt, naja, es gab keine Alternative, weil die Atomkraftwerke kann ich nicht wieder hochfahren, weil wir keine Brennstäbe hätten. Die kommen oder würden gar nicht mehr vor dem Winter einsetzbar sein. Dementsprechend würde das keinen Sinn machen jetzt für diesen Winter. Dem hat aber dann ein Bayer widersprochen. Schauen wir uns gleich mal an. Jedenfalls das Ganze natürlich ausgelöst durch deutlich geringere Gaslieferungen. Uniper, die deutsche Uniper, 60% weniger erhalten. Italias Eni, die Hälfte etwa. Und auch die französischen Firmen und die österreichischen Gasgiganten haben deutlich weniger erhalten. Etwa 60% ist durch Nord Stream 1 durchgelaufen. Also weniger als die Hälfte. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ein Bayer widerspricht dem Habeck und dem Scholz. Der sagt, ja, Fakt ist doch, dass das Argument ist, seien keine Brennstäbe einsetzbar. Faktlicher Blödsinn ist. Ne? Denn sie sind überall in der Welt besorgbar. Alle europäischen Nachbarn machen das. Also jetzt geht diese Debatte über die Atomkraft los. Die CSU sagt, ja, das können wir schon machen. Habeck sagt, nee, können wir nicht. Scholz sagt, nee, machen wir nicht. Also so ist sozusagen jetzt die Konstellation in diesem Irrsinn. Man muss jetzt gucken, dass man eben diesen Irrsinn der vergangenen Jahre so ein bisschen gerade rückt und jetzt pragmatische Lösungen findet und man kann den Herrschaften gerade dabei zuschauen. Schauen wir uns mal so ein paar Bilder aus dem Ausland an. Hier sehen wir Deutschland, das sozusagen glaubt, man könnte alles anderes machen als die anderen. Man könnte praktisch als Geisterfahrer unterwegs sein und sich dann wundern, dass die anderen, die komplett in die andere Richtung fahren, die Atomkraftwerke bauen, aus Energiesicherheitsgründen, zumal diese Atomkraftwerke eben sicherer sind als noch etwa vor 10, 20 Jahren. Technologie ist auch da fortgeschritten, hat auch ihre Probleme, Endlagerung nach wie vor nicht gelöst, gar keine Frage. Aber jetzt ist eben die Frage, was tun? Wir sind in einer sehr schwierigen Situation. Der nächste Winter könnte hart werden, auch für uns Deutsche. Und wir sehen, ausschlaggebend für die internationale Reaktion war eigentlich ein Wall Street Journal Artikel, der nochmal klar macht, jetzt fahren die Deutschen ausgerechnet eben die Kohlekraftwerke wieder hoch. Man braucht ja im Prinzip eine Parallelstruktur für die erneuerbaren Energien. Es gibt Solar, das ist weniger bedeutend, es gibt vor allem Wind. Aber was ist, wenn praktisch weder der Wind weht noch die Sonne scheint? Dann brauchst du eine
Parallelstruktur, die du schnell praktisch einsetzen kannst. Das waren normalerweise Gaskraftwerke. Jetzt haben wir zu wenig Gas. Also nehmen wir Kohle. Die sind weniger schnell rauffahrbar als Gaskraftwerke und vor allem CO2-technisch nicht gerade das Allerfeinste. Vielleicht war es ja ein Fehler, fragt hier Alex Stepp, hier die Atomkraftwerke runterzufahren und vor allem eben gleichzeitig noch aus der Kohle aussteigen zu wollen. Also man steigt aus allem aus, ohne eigentlich, naja, eine Grundsicherung zu haben, weil man sich ideologischerweise sagt, das wird ja schon alles passen mit den Erneuerbaren. Aber es passt nicht und das sehen wir auch in dem derzeitigen Energiemix. Wind etwa für 20% der Stromerzeugung in Deutschland zuständig, Braunkohle 18,7, also knapp weniger, dann Erdgas 15%, da haben wir jetzt einen kleinen Mangel, Nuklear, also Atomkraftwerke 11,9. Und dann haben wir noch Biomasse etc. etc., aber Solar etwa mit 8,5% schon deutlich weniger bedeutend. Lignite ist Braunkohle, by the way. Und jetzt schauen wir uns mal an, was gestern am heißesten Tag des Jahres in Deutschland eigentlich da produziert wurde. Welche Stromerzeugung war da der Fall? Die Sonne hat praktisch in ganz Deutschland massiv geschienen. Wir hatten Braunkohle mit 25%, Wasserkraft 21%, Steinkohle 12,4% und wo war Solar? Energie 4,6%, Wind 2,5%, Wind Offshore. Also praktisch die erneuerbaren Energieträger haben gestern überhaupt keine Rolle gespielt und das zeigt das Problem, das wir grundsätzlich haben, weil das gestern 18 Uhr nach Daten von RWE, wie gesagt, an diesem heißesten Tag. Wall Street Silver wundert sich auch über die Deutschen und sagt, the Germans energy policy is beyond crazy, also ist jenseits von verrückt. Sie schalten die Atomkraftwerke ab und werden innerhalb der nächsten 3 Jahre, so prophezeit es hier Wall Street Silver, eben wieder Atomkraftwerke der neueren Generation bauen müssen. Es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben und ja, da könnte etwas dran sein, das könnte durchaus stimmen. Und wir sehen, dass die Deutschen jetzt natürlich schon ein Riesenthema haben aufgrund der Inflation, die wesentlich natürlich auch, aber nicht nur, wie ich gleich zeigen werde, durch die Energiepreise natürlich angefacht wurde. Fast 15 Millionen Deutsche rutschen jetzt in den Dispo und Sie wissen vielleicht, wer weniger Kohle hat, der hat auch dann höhere Zinsen, wenn er in den Dispo rutscht. Da ist gerne mal so 8-9% wurde da aufgerufen. All das eben jetzt evoziert auch durch diese steigenden Energiekosten und wir sehen, dass wir immer abhängiger von Gas geworden sind. Das gilt für ganz Europa in den letzten Jahren. Hier sehen wir mal die Gasproduktion konstant rückläufig in Deutschland. Dabei hätten wir vor den deutschen Küsten durchaus Gasfelder, die wir ausbeuten könnten und gleichzeitig ist eben die Consumption not covered by production, die geht weiter nach oben. Also wir haben ein Riesenthema. Wir haben jetzt praktisch, naja, eine absehbare Veränderung des Narrativs schon gesehen, aber die dürfte sich fortsetzen. Leute, wir müssen umdenken, wir müssen pragmatischer werden. Das ist natürlich auch so dieses Gutmenschentum im Gefolge des Holocaust. Die Deutschen haben das größte Menschheitsverbrechen begangen, haben sich dem dann vergleichsweise spät, aber doch relativ gut gestellt und glauben jetzt so ein bisschen, wir sind die Guten, wir wissen alles besser. Jetzt müssen wir erkennen, war vielleicht doch nicht die allerbeste Idee. Aber insgesamt sehen wir jetzt, dass natürlich diese Alternative, die Suche nach Alternativen sich deutlich intensiviert und das passiert in ganz Europa eben, weil wir immer weniger Gas produzieren, brauchen wir jetzt das Gas der anderen, das extrem umweltschädliche Flüssiggas. Da haben sich jetzt europäische Firmen, etwa France Total, mit 6,3% an katarischen Projekten beteiligt, Italias Eni mit 3,1%, also man ist dabei, jetzt Alternativen zu finden. Und das Erstaunliche ist, darauf weist Javier Blass hin, dass From Germany to China, die Welt bekämpft die laufende Energiekrise genauso, wie man es bei der zweiten Ölkrise, also Ende der 70er Jahre, gemacht hat, mit mehr Kohle. Das ist also jetzt das Rezept, das man offenkundig gefunden hat. 1979 hier die G7-Deklaration von Tokio hat genau das schon gezeigt. Das war das klarste Bekenntnis zur Kohle. Jetzt sind wir offenkundig hier wieder dabei, genau diesen, wenn man so will, Fehler zu begehen, denn das ist wirklich die schmutzigste Technologie. Jetzt ist aber China noch der große Elefant im Raum.
China hat weniger auf dem Weltmarkt LNG, also dieses Flüssiggas, gekauft, weil eben Lockdown, weil die Wirtschaft nicht so richtig gelaufen ist. Aber jetzt wollen auch die Chinesen mit den Kataris verhandeln. CNPC und Sinopec wollen jetzt auch hier rein investieren in Richtung Katar. Also den Herrschaften da im arabischen Raum, denen geht es gar nicht so schlecht. Und dann ziehen die Europäer nach. Die Europäische Union hat heute einen Deal zugestimmt gegenüber der Council of Nations oder Corporation Council Nations, Gulf Corporation, so heißt das, also Saudi-Arabien, Vereinigte Emirate und Katar, also diese Länder, die jetzt seit ganz kurzem absolute Musterknaben geworden sind in Demokratie, gell? Also die waren schon immer demokratisch, man hat es nur nicht so gesehen und jetzt haben wir die ganz lieb auf einmal. Und dementsprechend können wir jetzt auch Deals machen. Aber wir sehen, wir konkurrieren mit den Chinesen. Wir sind in einer Situation, wo schlichtweg zu wenig da ist, offenkundig. Dementsprechend sind jetzt die großen Mächte dabei, miteinander zu konkurrieren. Und wer bleibt auf der Strecke? Diejenigen, die weniger Geld haben. Das ist zum Beispiel Pakistan. Da ist es so, dass jetzt in Islamabad, der Hauptstadt, schon Shopping Malls und Fabriken praktisch die Öffnungszeiten verkürzen müssen, um eben Strom zu sparen, um den Strombedarf ein bisschen nach unten zu bekommen. Das ist sozusagen das, was ja damit noch verbunden ist, dass wir jetzt den Ärmeren im Prinzip den Zugang verwehren, weil die sich das nicht leisten können, was wir uns noch leisten können oder zumindest leisten zu können, glauben. Und all das natürlich, diese steigenden Energiekosten, führen jetzt dazu, dass wir höhere Inflation haben und die Notenbank muss darauf reagieren, die EZB, was sie ja nicht so richtig tut, aber zumindest verbal erstmal angekündigt hat, dass man im Juli die Zinsen anheben wird. Gleichzeitig, wenn man jetzt zu stark die Zinsen anhebt, würde man die Konjunktur abwürgen und die Wirtschaft in eine Rezession bringen. Ziemlich dumme Lage, zumal heute etwa die Erzeugerpreise aus Deutschland gezeigt haben, die mal wieder ein bisschen was über 33% gestiegen sind, dass der Druck in der Pipeline bleiben wird, denn die Unternehmen müssen zumindest einen Teil dieser gestiegenen Kosten, und die Erzeugerpreise sind Kosten für die Unternehmen, müssen sie weitergeben. Aber wir sehen etwa bei den heutigen Erzeugerpreisen aus Deutschland, dass immerhin auch 16,5% nicht über Energiepreisanstiege kommt. Also das ist ein breiter Anstieg der Inflation, der natürlich auch massiv getrieben ist durch Energie, nochmal verstärkt dann durch den Ukraine-Krieg von Putin. Aber hier bemerkt Luke Groman, Fiat-Geld, also unser Papiergeld, braucht Energie, damit es Value bekommt, damit es Werthaltigkeit bekommt. Denn was nützt Papiergeld, wenn sozusagen die Sicherheit dahinter, nämlich die Wirtschaft eines Landes oder einer Währungsgemeinschaft wie hier in der Eurozone, wenn aufgrund von Energiemangel praktisch nichts mehr produziert werden kann oder deutlich weniger produziert werden kann. Jetzt ist dabei Putin eben diesen Fakt als Waffe einzusetzen, denn du kannst, wenn du auf Energie sitzt, dann hast du es nicht nötig, deinem Fiat-Geld sozusagen Value zu geben, denn du kannst jederzeit produzieren, auch wenn die russische Wirtschaft natürlich ein Zwerg ist. Und jetzt will natürlich dann deswegen auch Joe Biden jetzt plötzlich mit den Saudis verhandeln, dürfte ja in nächster Zeit dann nach Saudi-Arabien fliegen. So, und jetzt haben wir noch eine andere Situation. Das eigentliche Problem, das ist meine These, in der Eurozone ist nicht Italien. Italien ist so instabil, dass es schon wieder stabil ist, hat jetzt mit Mario Draghi einen vergleichsweise vernünftigen Kanzler oder Ministerpräsidenten. Das eigentliche Problem ist Frankreich. Wir haben die Wahlen gestern gesehen. Das ist praktisch ein total zerrissenes Land, entweder ganz links oder ganz rechts. Die Mitte ist kaum besetzt. Wir sahen heute, dass die Risikoprämien für französische Anleihen ein bisschen gestiegen sind. Aber wenn man sich mal anschaut, die italienischen Anleihen, die waren kürzlich über 4%. Die italienische, die französische 10-jährige Anleihe ist so bei 2,6%, also deutlich niedriger als die Risikoprämien für italienische Anleihen. Jetzt hat Madame Lagarde, die ja Französin ist, soweit ich mich erinnere, die Christine, die ist heute aufgetreten und gesagt, also ich werde keine Details nennen hier zu diesem Bond-Buying-Tool, das wir haben. Man will ja da Anleihen der Südländer kaufen, wenn die Spreads zu stark nach oben gehen, also die Renditedifferenzen. Also man will darüber nichts sagen, sagt Sven Henrik. Ja, es ist natürlich auch irgendwie eine Schande, dann zugeben zu müssen, dass man jetzt doch wieder QE betreibt, nachdem man faktisch kürzlich gesagt hat, man würde keine Anleihen mehr kaufen. Das Anleihe
Kaufprogramm beenden. Und der Portugiese Centeno, der portugiesische Notenbankchef, hat gesagt, also es ist der Euro überhaupt nicht in Gefahr. Daraufhin ein Twitter-Kommentar, okay, das zeigte, dass die Gefahr besonders groß ist. Also wenn ein Notenbanker sagt, der Euro ist nicht in Gefahr, dann sollten wir sehr aufmerksam werden. Jetzt sollten wir vielleicht auch auf die Situation in Frankreich aufmerksam werden. Die politische Spaltung ist gigantisch und jetzt schauen Sie sich mal die Verschuldung der Franzosen an. Also wenn wir jetzt mal Staatsverschuldung plus Haushaltsverschuldung plus Unternehmensverschuldung anschauen, da sehen Sie oben in dieser Grafik, diese höheren Balken, was ist das, grün oder blau, ich bin ein bisschen farbenblind, gell, verzeihen Sie mir. Und dann diese roten Balken, das ist der Durchschnitt der Verschuldung pro Einwohner in der Europäischen Union. Und man sieht, die Franzosen liegen fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt. Der durchschnittliche Franzose, gell, der Franzose als solcher ist pro Kopf verschuldet mit 41.750 Euro im Jahr 2021. Der Durchschnitt in der Eurozone, in der Europäischen Union ist 28.000, also 41 zu 28. Das ist mal ein saftiger Schnaps. Und jetzt wundern wir uns, dass Frau Lagarde es mit Zinsanhebungen und all diesen Geschichten nicht so wahnsinnig eilig hat. Ja, aber sie ist im Grunde schon eine Lame Duck. Jetzt haben wir zunächst mal auch die Situation, dass die Franzosen, die ja nach den USA die meisten Atomkraftwerke haben, 59, dass viele Atomkraftwerke nicht laufen, weil in den letzten Jahren nichts rein investiert wurde. Die sind ziemlich marode. Gleichzeitig sind die Flussstände so niedrig, dass die Kühlung nicht richtig funktioniert. Dann muss man teilweise Atomkraftwerke abschalten. Aber nochmal zurück zur Madame Lagarde, Madame Inflation. Die wird das Endspiel des Euro einleiten, gewissermaßen. Sie hat keine andere Wahl, als das Quantitative Easing fortzusetzen, um Italien, Griechenland, aber vor allem auch Frankreich, wie ich denke, zu unterstützen. Wir hatten am Wochenende darüber einen brillanten Artikel, Zinsfalle, Inflation, Schuldenunion, Christine Lagarde als Lame Duck des Euro, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, ebenso wie die beiden Artikel Gold und Inflation, wann und warum explodiert der Goldpreis eigentlich nicht oder warum explodiert er nicht und wann explodiert er. Ein Video von Hannes Zipfel, wo er zeigt, dass die Amerikaner schuld sind. Irgendwer ist immer schuld, in dem Fall seien es die Amerikaner. Und der dritte Artikel, den ich Ihnen verlinken werde, Rente marode, Bundesbank über die Kopplung von Renteneintritt und Lebenserwartung. Der Bundesbank wird es langsam auch ein bisschen mulmig, also drei Artikel. Wir haben Lame Duck Lagarde, wir haben das brillante Video wieder von Hannes Zipfel, Gold und Inflation und wir haben die marode Rente. Diese drei Dinge möchte ich Ihnen allerherzlichst empfehlen und wenn Sie all das gut finden, mit der Bitte verbunden in sozialen Netzwerken oder wo auch immer, teilen Sie diese Inhalte. Es wäre mir eine riesige Freude. Jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.